Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV, Realm Reborn im Story-Modus. Und ja, wir sind noch immer bei den Vorquests, haben aber jetzt letztens die Crystal Tower Saga reingeschoben, damit wir die auch gemacht haben. Haben sie im Grunde erledigt, wir müssen nur mehr abgeben. Die Welt der Dunkelheit haben wir besiegt. Und jetzt geben wir mal die Quest ab und dann machen wir mit der Hauptstory weiter, würde ich sagen, oder? Ja, so machen wir das. Also, fliegen können wir hier nicht, also müssen wir reiten. Das lasse ich diesmal drin. Bisschen so Nostalgie pur, der letzte Weg. Waren ja doch ein paar Folgen, was wir da reingebuttert haben. Ein paar nervende Minuten waren es auch. Hin und wieder. Und sei brav, du mir nicht weh. Fliegen. Fliegen ist einfach das Schönste, Leute. Ich sag's euch. So, wo müssen wir denn hin? Ups, wir müssen ja schon dahin. Wenn wir die letzte Videosequenz uns geben. Willkommen zurück im Forschungslager. Für einen Moment hatte es so ausgesehen, als würden sich Noahs Erben hier nie wieder versammeln. Ruhen wir uns ein wenig aus, wir werden unsere Kräfte brauchen, aber nicht zu lange. Denn der Crystal Tower muss unter Kontrolle gebracht und versiegelt werden. Grahadirs Bestimmung. Historia, hast du dich ein wenig erholt? Ich würde gern etwas genauer hören, was jenseits des Portals eigentlich vorgefallen ist. Lass mich eben noch Sid und die anderen rufen. Verstehe, Unai und Dagger haben also erkannt, dass es Grahadirs Bestimmung ist, das kaiserliche Blut zu erhalten. Irgendjemand hat dies in ferner Vergangenheit in die Wege geleitet. Das rote Auge war bereits ein Zeichen, nur war Grahadirs Blut zu dünn, um direkt den Crystal Tower zu kontrollieren. Also haben sie das Blut an ihn weitergegeben und so ihre und seine Bestimmung erfüllt. Wo ist der Dolkonebade eigentlich? Ich habe ihn schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Nero auch nicht. Nero hat mit mir den Crystal Tower verlassen. Wohin er danach ist, weiß ich auch nicht. Er schien mir sehr entkräftet. Wahrscheinlich brauchte er erstmal eine ordentliche Mütze Schlaf. Heißt das, dass niemand gesehen hat, wie Grahadir den Turm verlassen hat? Ist er etwa immer noch dort? Vielleicht arbeitet er ja bereits an der Versiegelung. Meister Ambros! Es ist Grahadir. Er hat alle Forscher, die am Circus Tower gearbeitet haben, rausgeschickt. Was hat das zu bedeuten? Wir arbeiten doch zusammen. Das weiß ich nicht. Einen Grund hat er nicht genannt. Er hat den Forschern wohl nur gesagt, dass sie verschwinden sollen. Ich selbst war nicht dabei. Die Forscher aus dem Circus Tower sind alle noch bei den 8 Wächtern versammelt. Fragt sie, wenn ihr mehr wissen wollt. So machen wir es. Vielleicht gibt es eine einleuchtende Erklärung. Historia, komm bitte mit. Auch wenn ich Grahadir nicht für so verrückt halte, auf eigene Faust den Turm zu versiegeln, würde ich mich trotzdem besser fühlen, wenn du dabei wärst. Ah ja. Sind wir nicht gerade hin, um wieder zurückzufliegen? Geil. Okay, dann also wieder zurück. Fliegen ist halt eindeutig das Schönste. Laufen nicht. Nein, hängen geblinkt. Fach. So. Gleich haben wir ihn. Da ist der Forscher. Meisterin Race, gut, dass ihr hier seid. Es war ganz eigenartig. Grahadir erschien auf einmal und befahl uns sofort, den Crystal Tower zu verlassen. Wir sollten uns keine Sorgen machen.
Alles würde seine Ordnung haben, sagte er noch. Aber mehr war nicht aus ihm herauszukriegen. Er müsste noch im Circus Tower sein. Bitte sprecht mit ihm. Auf euch wird er hören. Bleibt stehen. Diese Tür wird nun geschlossen. Grahadia, warum hast du die Forscher nach draußen geschickt? Willst du den Turm versiegeln? Wir arbeiten doch zusammen. Warum hast du uns nichts gesagt? Komm her, dann besprechen wir alles. Ich werde nichts dergleichen tun. Was meinst du damit? Willst du den Turm nicht versiegeln? Was willst du dann? Ich weiß nun, was meine Bestimmung ist und habe vor, sie zu erfüllen, so wie Unai und Dogga alles dafür taten, sie zu erfüllen. Es ist, wie meine Ahnen gesagt haben, die Antwort lag in der Geschichte der Alaga. Nachdem Xande die vierte Katastrophe verursacht hatte, sahen die Überlebenden, dass der Crystal Tower von der verwüsteten Landschaft verschwunden war. Und sie, die so lange unter Krieg und Katastrophen gelitten hatten, fragten sich, wann der Crystal Tower, wenn er denn je wieder erschiene, ihnen jemals etwas Gutes bringen würde. Prinzessin Salina, die einzige Überlebende des Kaisergeschlechts, nach der vierten Katastrophe erhörte die Klagen ihres Volkes. Kraft ihrer alagischen Gabe gab sie die Hoffnung, dass der Crystal Tower in Zukunft nur noch dem Glück und Wohlergehen der Bevölkerung dienen sollte, über das alagische Kaiserblut an die Person weiter, der sie am meisten vertrauen konnte, an meinen Vorfahren, mit dem alles begann. Über die Jahrtausende, während der Crystal Tower ruhte, wurde das Blut immer dünner. Doch bevor auch der letzte Tropfen verschwand, erinnerte ich mich an Salinas Hoffnung, an den Wunsch ihrer Untertanen, und ich habe nicht vor, meinen Ahnen Schande zu bereiten und sie zu enttäuschen. Der Crystal Tower ist eine Bedrohung für Ersia, seine Kraft ist zu stark. Ohne die untergegangene alagische Technik wäre es ein Wahnsinn, ihn bedienen zu wollen. Wir brauchen Monate, wenn nicht Jahre, um uns das nötige technische Wissen anzueignen. Es ist, wie du sagst, Zed, das erfordert Zeit. Und wenn es soweit ist, wird das Blut, das ich von Unai und Dogga erhalten habe, seine Wirkung verloren haben und der Crystal Tower für alle Zeit unbeherrschbar werden. Xande hingegen, er behielt seine Macht, weil er zusammen mit dem Turm ruhte, sogar über Jahrtausende hinweg. Und das ist auch für mich die Lösung. Du bist doch nicht etwa... Doch, ich will. Ich werde den Turm betreten und die Zeit zum Stillstand bringen. Ich werde dort verharren und mit dem Turm ruhen. Bis zu dem Tag, an dem jemand die Tür öffnet, der die Technik der Alaga beherrscht. Wenn ich erwache, werde ich den Crystal Tower aktivieren und den Wunsch, der seit Generationen mit meinem Blut weitergegeben wurde, wahr werden lassen. Das ist meine Bestimmung. Ich habe auch einen Wunsch an Noahs Erben. Und zwar, dass ihr nach vorne schaut und die Zukunft formt, so dass aus den Leiden der Vergangenheit neue Hoffnung entsteht. Das ist eure Aufgabe. Du meinst es wirklich ernst? Die Zukunft formen. Das ist ja mal eine Aufgabe, nach meinem Geschmack. Kein Problem. Verlass dich auf uns, Grahadia. Wir werden die alagische Technik meistern, und zwar im Handumdrehen, damit wir uns bald wiedersehen. Jawohl, ruh dich nur aus in dem Dämmchen. Wir werden dich schon rechtzeitig wieder wecken. Du hast uns auf den richtigen Pfad geführt, Grahadia. Vielen Dank.
Wir werden dich nicht enttäuschen. Auf Wiedersehen. Historia, wer weiß, wie lange ich schlafen werde. Aber auch wenn es Jahrtausende sind, ich bin mir sicher, dass die Barden deinen Namen singen werden. Ich werde noch die eine oder andere Strophe dazu dichten. Vielen Dank, Freunde. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Entschuldigt mich, ich lege mich eine Runde aufs Ohr. Viel ist hier ja nicht mehr los. Der Turm schläft also wieder. Für mich gibt es hier nichts mehr zu holen, aber wir sind noch nicht am Ende, Sid. Ein neuer Morgen bricht an. Ja, so, gehen wir noch ab. So, seht ihr mich wieder? Ja, ihr seht mich wieder. So, ja, das war die Geschichte von den Crystal Tower. Ich finde die Geschichte eigentlich relativ schön und doch sehr interessant. Also haben sie sich was Gutes einfallen lassen. Das muss man auf alle Fälle sagen. Aber wie gesagt, ich mag die Final Fantasy Story sowieso. Also eigentlich jede der Stories. Obwohl ich halt sagen muss, die Realm Reborn Story ist eigentlich die schwächere. Also... zu einer richtig, richtig guten Story kommen wir halt noch. Au! Haut mich einfach einmal. Aber nur weil ich jetzt sage, die Realm Reborn Story ist etwas schwächer, das heißt nicht, dass sie schlecht ist. Also die ist trotzdem noch echt gut. Es gibt einfach nur ein paar Story-Abschnitte, die sind besser. Sprich Heaven's Ward, Shadowbringer. Stormblood ist auf dem Niveau von Realm Reborn. Aber wohl okay. Hallo Historia, wenn du Sid und die anderen suchst, die sind gerade gegangen. Die Geschäfte der Gal- und Metallwerke verlangten ihre Aufmerksamkeit, glaube ich. Hier im Forschungslager ist es ein bisschen still geworden. Aber aufgelöst sind Noahs Erben damit natürlich nicht. Im Moment gehen wir wieder unsere eigenen Angelegenheiten nach, aber dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen werden, daran besteht kein Zweifel. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Historia. Pass gut auf dich auf. Oh, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, du hast die Auftragsreihe Crystal Tower aus den Chroniken der neuen Ära abgeschlossen. Ab jetzt gibt es bei Saele im St. Connage Forschungslager einen Auftrag, mit dem du den Tausch von Gegenständen freischalten kannst, die du für das Bezwingen des Crystal Towers erhältst. Braucht man nicht. Ist schön zu haben, aber ist nicht wirklich. Also, würde wär's bringen, wenn Realm Reborn nur mit Realm Reborn wäre, aber... Style-mäßig müssen wir auch nicht haben. So, wir wollen Hauptstory.
Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann machen wir auf alle Fälle Hauptstory. Das heißt, wir müssen zu Winfilia. Dann mal rein zu der kleinen Winfilia. Guten Tag. Ups, natürlich ja. Na, Tataro ist noch immer am Jonglieren. Ja, ja. Muss den Punkt am Morgen heute so richtig. Fernseher gibt's halt noch keinen, also was machst? Stellst dich hin und jonglierst eine Runde für die Leute. Ja, gut. Exegeten-Expertise. Wie du sicher nicht vergessen hast, ist Eisherz noch immer frei. Sie ist nach Westen entkommen. Wahrscheinlich hat sie sich in einer Art geheiligten Bereich zurückgezogen, wo sie Shiva beschwören will. Genügend Kristalle dafür stehen ihr leider zur Verfügung. Der Hilfsgütertransport, den ihre Heretiker überfallen haben, enthielt ja eine große Menge. Obwohl Shiva eine Sterbliche war, müssen wir befürchten, dass sie die Kräfte eines Primaes besitzen wird. Sollte die Beschwörung tatsächlich erfolgreich sein, normalerweise würden wir ihr einfach über den Ätheriten im Schneekleid nachfolgen, den du gesehen hast, doch du weißt ja, wir konnten keine intakte Ätherbahn finden. Sie hat offenbar den Zielätheriten unbrauchbar gemacht. So ist sie für uns außer Reichweite und uns läuft die Zeit davon. Urion Che hat zwar verbissen an einer Lösung gearbeitet, aber ohne Erfolg. Und so sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Hilfe eines Experten brauchen. Und diese Expertin wird gleich ankommen. Lass uns gemeinsam auf unseren Gast warten. Die Kutsche kommt aus nördlicher Richtung nach Geisterzoll. Am besten warten wir vor dem Tor. Okay, welche Expertin treffen wir denn da? Gerade überlegt, wenn wir jetzt treffen. Ich glaube, wir treffen jetzt die Rogadin-Lady. Bin mir nicht mehr sicher. Zu lang her. So. Gleich eine Runde dorthin fliegen, ist kürzer. Ah. Ja, genau. Wir treffen die Rogadin-Lady. Ich glaube, das ist eine Rogadin. Sie ist verdammt groß. Naja, ist eine Rogadin. Du bist Minfilia, nehme ich an. Die bin ich. Willkommen in Geisterzoll und vielen Dank, dass du unserem Ruf gefolgt bist. Ach, ich kann Orion G. doch nicht hängen lassen. Moonbrida gehört dem Charlianer Kreis der Exegeten an und ist eine verdiente Forscherin auf dem Gebiet der Ätherwissenschaft. Außerdem ist sie maßgeblich an unserer Arbeit beteiligt, eine Methode zum Einfangen von Ascians zu entwickeln. Auf gute Zusammenarbeit. Nun gut, lass uns nicht länger hier draußen stehen. Kehren wir in den Sonnenstein zurück und rufen die anderen. Okay. Wieder return. Blöder Baum. So. Und hopp. Also so langsam müssen da darüber die Hände wehtun, solange wie die schon jongliert. Also, wow. Also mir würden die Hände ganz schön wehtun.
Schön, dich zu sehen, Moon. Ja, ist wirklich lange her, Ida. Welch herzerwärmendes Wiedersehen. Na klar ist es das. Moon und ich, wir sind ja wie Zwillingsschwestern. Außer was die Erscheinung und die Begabung angeht. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich freue mich, dass wir heute so kompetente Verstärkung bei uns begrüßen können. Moon Breeder hat einen weiten Weg auf sich genommen, um uns zu unterstützen. Moon Breeder ist gekommen, um ihr umfassendes Wissen über Ätherythen mit uns zu teilen. Wie viele von euch wissen, hat sie außerdem unsere Forschung an den weißen Aurazithen begleitet. Es ist ihr gelungen, eine solche Kristallstruktur herzustellen, sodass wir sie heute erstmals in Händen halten können. Denkt daran, ich habe den Kristall nicht getestet. Womöglich fliegt er uns um die Ohren. Ausprobieren kann man so etwas aber nur bei großer Ätherdichte. Also hätte ich sowieso nach Eorzea kommen müssen, um zu sehen, ob der Brocken überhaupt was taugt. Ach, Moon Breeder. Dieselbe Ausdrucksweise wie eh und je. Hieltest du nur ein wenig mehr auf kultivierte Umgangsformen. Orange, oh, wie ich dich vermisst habe. Moon Breeder, bitte. Vor allen Leuten. Ist das zu fassen? Ich lasse alles stehen und liegen und dann diese Begrüßung? Da hat mir dein Brief aber besser gefallen. Wie war das? Es sei nun Zeit, unser beider Sinnen und Trachten Hand in Hand zur Erfüllung zu bringen. Ja, ja, Orange. Red dich da mal raus. Deine fadenscheinigen Versuche, meine Motive in ein zweifelhaftes Licht zu rücken, gereichen dir nicht zur Ehre. Ich versuchte lediglich, wie du nur zu gut weißt, dir die Dringlichkeit der Lage begreiflich zu machen, denn eine gottgleiche Kreatur ist im Begriff, sich physisch zu manifestieren, falls du meinen Genossen deine Hilfe verweigerst. Dann habt ihr euren Ätherythen also immer noch nicht gefunden? Nein. Leider nicht. Eisherz und ihre Heretiker, die sie anführt, haben sich aus dem Innersten der Schneekleid-Felswand teleportiert und sind uns so entkommen. Den Ziel-Ätherythen konnten wir bisher nicht lokalisieren. Wir vermuten, dass die Heretiker ihn unbrauchbar gemacht haben, damit wir sie nicht verfolgen können. Die Ritter von Ishgard suchen fieberhaft nach einem anderen Weg in Eisherz-Versteck, aber bisher ohne Erfolg. Und inzwischen bereitet sie sicher schon die Beschwörung von Shiva vor. Der Zielpunkt ist also hinüber. Es tut mir leid, aber dann war's das. Obwohl, Minfilia, du bist ganz sicher, dass sie über den Ätherythen ins Netz eingestiegen sind? Also nicht einfach Teleportmagie eingesetzt haben? Ja, wir haben entsprechende Ätherströme gemessen. Und es gab auch Zeugen, die Eisherz-Teleport gesehen haben. Ausgezeichnet. Dann müssen die Ätherbahnen noch frisch sein. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit? Ja. Theoretisch kann der Zielpunkt gewaltsam wieder reaktiviert werden. Wie wir ja alle wissen, sind Ätherythen die Leuchttürme im ewig wogenden Äthermeer, wie Orange das mal so schön gesagt hat. Aber sie sind nicht nur Orientierungspunkte, sondern noch mehr. Knoten, die ein komplexes Netz von Ätherbahnen aufspannen und die erst ermöglichen es uns im Ätherstrom zu navigieren. Auch wenn ein Endpunkt funktionsuntauglich wird, bleibt eine Spur zurück.
Der Äther erinnert sich gewissermaßen an den Pfad. Deswegen wandert ein gewaltsam eingespeister Ätherimpuls auch in Richtung des erloschenen Knotens diese Spur entlang, sofern sie noch relativ frisch ist. Das hört sich aber an, als ob wir dafür eine nicht unerhebliche Menge an Energie benötigten. Selbst wenn es uns gelingen sollte, eine ausreichende Äthermenge zu generieren, sehe ich noch ein größeres Problem. Sie würde aus vielen Einzelströmen bestehen, deren Gleichrichtung ein äußerst kritisches Unterfangen wäre, wenn nicht gar unmöglich. Ich habe es damals kaum geschafft, den Kontakt zu dem Ätheriten in Titans Höhle herzustellen. Und er war völlig intakt, nur eben unharmonisiert. Was du hier vorschlägst, klingt weit schwieriger. Ja, und gefährlich. Aber wir haben ja den guten Auraziten. Den werden wir zweckentfremden. Er hat genug Kapazität, um einen Ashian einzufangen. Also mit Sicherheit auch genug für allen Äther, den ihr generieren könnt. Und als praktischer Nebeneffekt wird die Energie dabei gebündelt. Wir müssen sie dann nur noch in Richtung Zieletherit schicken. Die einzige Schwierigkeit ist, dass Äther nicht lange gespeichert werden kann. Wir müssen die Sache also vor Ort durchziehen. Ob Moonbreeders Plan funktioniert, können wir nur auf einem Weg herausfinden. Wir setzen ihn in die Tat um. Hoffentlich ist seit dem letzten Teleport noch nicht so viel Zeit vergangen. Wir müssen schnell handeln. Sehr richtig. Rein ins Vergnügen. So, ob das ein Vergnügen wird, ich weiß ja nicht. Wir nehmen die Knete, weil Knete ist wichtig. Abglanz göttlicher Macht. Endlich können wir die Verfolgung aufnehmen. Ich habe Alfin No schon benachrichtigt. Er ist bereits unterwegs zum Schneekleid. Am besten machst du dich auch gleich auf und sprichst dich mit ihm ab. Wir anderen und Mulbrida machen uns auf den Weg und bringen alle nötigen Geräte und natürlich den Aurasiten. Bis nachher. Ja, ja. Ein paar Minütchen machen wir noch. Jonglierst du noch immer? Oh, jetzt nicht mehr. Komm, hast du eigentlich Pause? Na schön. Kann sie sich auch endlich mal ein bisschen amüsieren. So, mit Alfino im Schneekleid. Das heißt, wenn ich jetzt von dort fliege, wo ich jetzt bin, ist glaube ich am sinnvollsten, oder? Ja. Ist der kürzeste Weg. So, wir müssen dahin. Hoffentlich kann ich über die Berge fliegen. Ja, werden wir schon sehen. Wenn nicht, ist er doof. Ah, ah. Yep, sehr schön. Da vorne schaut doch schon mal aus wie das Schneekleid. Abwärts. Schön, dich zu sehen, Historia. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe in der Sache mit dem Weber. Eileen Ryle wurde schon nach Ulda überstellt. Vermutlich wird sie gerade verhört. Ilbert wird sich melden, sobald es etwas Neues gibt. Aber jetzt zu unserer Aufgabe hier. Wenn wir Schiebe aufhalten wollen, müssen wir schnell handeln. Dass uns Moonbreeda unter die Arme greift, ist wirklich eine glückliche Fügung. Die anderen sind schon weit vormarschiert. Lass uns schnell folgen. Klar.
Aha, was ist mit Alfinosen Äther? Und mit meinem? Wollt ihr den nicht? Sehr schön, und jetzt? Habt ihr die Inferenz gehört? Na, was denn? Es hat geklappt. Vermisst du hier auch einen gewissen Enthusiasmus? Was soll's? Harmonisiere dich mit dem Meteoriten, mach schon. Sehr gut, der erste Teil des Plans war ein Erfolg. Damit sind wir den Heretikern schon einen guten Schritt näher. Jetzt liegt es bei dir und deinen Kameraden, Historia. Sammelt euch, nehmt die Verfolgung auf und legt Eisherz das Handwerk. Ah, heißt nächster Kampf Shiba. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Moonbreeder hat es tatsächlich zu Wege gebracht. Der Weg zu Eisherz Versteck ist frei. Aber auch Eisherz muss bemerkt haben, was da vor sich geht. Sie wird euch mit Sicherheit einen weniger freundlichen Empfang bereiten. Falls sie Shiva schon beschworen hat, wird es kritisch. Ich hoffe, du weißt, in welcher Gefahr du dich begibst. Wenn wir könnten, würden wir euch viel mehr Leute mitschicken. Aber wenn ein Prima im Spiel ist, kann man sich niemals sicher sein, ob nicht ein Freund plötzlich zum Feind wird. Insofern ist es vielleicht besser, das Risiko zu minimieren. Euer oberstes Ziel ist, die Beschwörung aufzuhalten. Wenn euch das nicht gelingt, dann müsst ihr Shiva besiegen. Was weit schwieriger sein wird. Naja, alles easy. Machen wir doch mit längs. Großmeister Remerick lässt euch ausrichten, dass er es sehr bedauert, nicht an eurer Seite kämpfen zu können. Angesichts der Bedeutsamkeit seines Amtes als Großmeister der Templeritter wäre das Risiko einer Besessenheit zu groß. Er möchte euch aber seine besten Wünsche mit auf den Weg geben. Schlagt euch tapfer. Auch ich wünsche euch viel Glück. Möge Halone mit euch sein. Götterdämmerung, Shiva. Ja, so. Das heißt, nächste Folge starten wir mit Shiva. So Leute, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.